George Svensson starb überraschend und plötzlich. Seine Schwester Valentina organisierte eine Beisetzung im kleinen Kreis und erlaubte Wissenschaftlern ein ungewöhnliches Projekt. Über Kameras im Sarg wollten sie eine Langzeitstudie über den Verfallsprozess von Toten unter der Erde durchführen. Doch mit dem, was passieren sollte, hatte Valentina nun wirklich nicht gerechnet. Es war an einem regnerischen Vormittag im August, als die Sargträger den Sarg mit den sterblichen Überresten von George Svensson von der Aussegnungshalle zu seiner Grabstätte trugen. Nur wenige Gäste folgten dem Trauerzug. George hatte zurückgezogen gelebt. Er war zwar nicht unbeliebt gewesen, aber Valentina hatte die Feierlichkeiten auch nicht an die große Glocke gehängt. George' Beisetzung sollte im kleinen Rahmen bleiben. Am Grab angekommen, schaute sich Valentina unter den Gästen um. Sie hatte nicht viel Kontakt zu ihrem Bruder gehabt und sich immer gefragt, ob er eine Freundin oder eine Geliebte gehabt habe. Als Valentina eine unbekannte Frau etwas abseits der Menge stehen sah, überlegte sie, ob diese eine nähere Bekanntschaft ihres Bruders sein konnte. Doch noch ehe sie weiter denken konnte, wurde ihre Aufmerksamkeit wieder von anderen Gästen eingenommen. Valentina nutzte die Gelegenheit und wollte bald alle Trauergäste in George Haus zu einem Trauercafé einladen. »Wir machen uns lieber bald auf«, sagte sie und zeigte Richtung Ausgang des Friedhofs. »Es scheint gleich wieder zu regnen«, fügte sie noch hinzu. Doch die ältere Dame widersprach Valentinas Aufforderung freundlich und entgegnete, dass es doch noch angebracht sei zu warten, bis George Jacques in der Erde sei, damit jeder eine Handvoll Erde zum letzten Gruß in die Grube werfen konnte. Valentina schaute sich etwas nervös um. Sie schien unter Zeitdruck zu stehen. Trotzdem stellten sich alle Trauernden schon am Grab auf. Einige schüttelten Valentina als die einzigen Angehörigen noch einmal die Hand und sprachen ihr Beileid aus. Allen fielen weiter Valentinas Nervosität auf. »Aber liebe Frau Svensson, warum sind Sie denn so nervös? Ist es die Trauer oder etwas anderes?«, sagte George Reinemache-Frau zu Valentina. »Nein, nein, es ist nichts«, entgegnete sie. »Sie haben ja recht, wir sollten ihm die letzte Ehre erweisen, wie es sich gehört.« Valentina hoffte, die Leute vom Friedhof zu bekommen, bevor die Wissenschaftler mit den Kameras anrücken würden. Sie hatte zwar in das Projekt eingewilligt, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Arbeiten am Sarg nicht vor den Augen der Gäste stattfinden würden. Doch Valentinas Plan ging nicht ganz auf. Trotz ihres sachten Drängs wollten die Gäste sich einfach nicht losreißen und zum Trauercafé kommen. Als Valentina die Wissenschaftler mit ihrem Equip anrücken sah, seufzte sie. Die jungen Männer sprachen sie an und nickten den übrigen Trauergästen zu. Dann fragten sie um Erlaubnis, sich ans Werk machen zu dürfen, und Valentina sah sich in einiger Erklärungsnot. Schließlich ließ sie los und erzählte den Gästen von dem ungewöhnlichen Projekt. Die jungen Männer waren Wissenschaftler der Universität und wollten studieren, was mit dem toten Körper im Sarg passiert, in den sie über Jahre hinweg mit Kameras beobachteten. Valentina zuckte mit der Schulter und erklärte, dass die Beerdigung eine Menge Geld gekostet habe, sie als George Stiefschwester nichts weiter von ihrem Bruder geerbt habe und George sein Haus an eine Pflegestiftung vererbt habe. Nach dem Trauercafé würde bald die Übergabe der Immobilie an den Pflegestift stattfinden und Valentina hätte nichts bekommen. Über das Geld, das sie für das Projekt bekommen habe, konnte sie ihre Umlagen und den Aufwand der Organisation der Bestattung begleichen. Unter den Trauergästen herrschte statt Entsetzung große Zustimmung und Sympathie für Valentina. Die war sichtlich erleichtert und froh, als die Gäste endlich den Friedhof verließen. Beim Café kamen natürlich noch einmal die Umstände von George' Tod zur Sprache. George war sehr plötzlich verstorben, als Valentina zum ersten Mal seit 4 Jahren zu Besuch gekommen war. Die beiden wohnten einige 100 Kilometer auseinander und hatten viele Jahre nicht den besten Kontakt gehabt. Eines Mittags fand Valentina ihren Bruder schlafend auf der Couch. Das dachte sie jedenfalls, denn als George nicht mehr reagierte, stellte sie fest, dass ihr Bruder nicht mehr atmete. Der herbeigerufene Rettungswagen stellte vor Ort George tot fest. Im Krankenhaus kannte man George. Dort war er einige Wochen zuvor aufgrund eines Herzleidens behandelt worden. Da den Ärzten anscheinend völlig klar war, dass George mit 74 Jahren sein Herzleiden erlegen war, verzichtete man auf eine Autopsie. Valentina war das auch lieber. Sie willigte sofort ein, auf die Autopsie zu verzichten und wollte George' Körper lieber unversehrt bestatten. Als die Mediziner Valentina auf das Projekt ansprachen, wurde sie schnell hellhörig. Die Forscher hatten für die Langzeitstudien einen Ausgleich von umgerechnet mehreren tausend Euro geboten.
Valentina verzichtete darauf, eine genaue Zahl zu nennen, und am Tisch war nach ihren Ausführungen auch Ruhe. Niemand erkundigte sich nach der Höhe der Summe oder stellte unangenehme Fragen. Nach 4 Stunden haben alle Gäste das Haus verlassen und Valentina stand am Abend noch die Übergabe des Hauses an den Pflegestift bevor. Sie knirschte mit den Zähnen, wenn sie auch nur daran dachte. Das Haus hätte sie gerne für sich gehabt, doch gegen George' letzten Willen war nichts zu machen. Derweil saßen die Wissenschaftler schon an der Einrichtung der Live-Übertragung aus dem Sarg. Als alles eingerichtet war, wollten die Forscher sofort Feierabend machen. Es war spät geworden und einer der Wissenschaftler schlug vor, erst am Morgen die ersten Bilder auszuwerten. Doch der zweite am Projekt beteiligte Forscher bestand auf einen sofortigen Licht- und Kameracheck. Widerwillig willigte auch der andere ein. Ist doch nur ein kurzer Blick, aber dann wissen wir sicher, dass die Beleuchtung und die Kameras laufen, sagte er. Hast ja recht, sagte daraufhin sein Kollege. Als sie das erste Bild aus George Jacques am Monitor sahen, staunten die beiden nicht schlecht. Das Bild war noch nicht ganz justiert, doch sie meinten einen Mann zu sehen, der mit geballten Fäusten im Grab lag. Schnell stellten sie die Frequenzen richtig ein, justierten den Bildschirm und bekamen dann ein scharfes Bild. Ja, tatsächlich, der Mann hatte ein verzerrtes Gesicht und es schien, als habe er sich aus dem Sarg befreien wollen. Dieser Mann war nicht tot, er lebte. Sofort stürzten die beiden los, um eine offizielle Genehmigung einzuholen, war es viel zu spät. Der Mann konnte in seinem Sarg wahrhaftig sterben. Lang hielt der Luftvorrat in seinem Sarg unter der Erde nicht. Die beiden Wissenschaftler beschlossen, das Grab auf eigene Verantwortung zu öffnen und machten sich umgehend ans Werk. Es dauerte keine halbe Stunde, bis die beiden Forscher den Sarg freigelegt hatten. Die Totengräber hatten nur ganz wenig leichte Erde ins Grab gefüllt und den Rest mit Blumenschmuck abgedeckt. Schnell öffneten sie den Sarg und schauten in das Gesicht des hustenden George. Die beiden halfen dem immer noch keuchenden Mann aus dem Sarg. Hat das alte Miststück mich also gleich beerdigt? Fluchte der und erkundigte sich dann, wer die beiden Männer wären. Daraufhin erfuhren die Forscher von einer unglaublichen Geschichte. George erzählte ihnen, dass Valentina ihnen Schlaftabletten gegeben habe. Das Miststück sei zu Besuch gekommen, weil sie seit Jahren hinter den Diamanten von George' Vater her gewesen sei. George' Vater hatte leidenschaftlich Diamanten gesammelt. Es war ein richtiges Vermögen. Doch die Sammelleidenschaft des Mannes hatte auch viel Unglück über die Familie gebracht. George pflegte zu sagen, dass sein Vater seine Diamanten mehr liebte als seine Frau oder Kinder. George' Mutter war früh und traurig gestorben. Als sein Vater erneut heiratete, brachte die Frau ihre Tochter Valentina mit in die Ehe. Früher mochte George seine Stiefschwester und auch seine Stiefmutter sehr gerne. Doch auch diese Ehe war nicht glücklich. Seine zweite Ehefrau verließ George' Vater nach 10 Jahren. Schuld war die Lieblosigkeit bzw. die frenetische Sammelleidenschaft des Vaters gewesen. Valentina war darauf noch oft zu George' Vater gekommen. Er hatte immer gespürt, dass es ihr dabei weniger um den alten Mann als um die Diamanten gegangen war. Als George' Vater gestorben ist, hat George die Diamanten geerbt und sie prompt an ein Kinderkrebszentrum verschenkt. Nur wenige hatte er für sich selbst behalten, verkauft und davon das Dach seines Hauses saniert. Valentina hatte nie aufgehört, nach den Diamanten zu suchen und aus diesem Grund immer wieder Kontakt zu George gesucht. Als sie dieses Mal zu Besuch kam, hatte sie seine Herztabletten gegen ein Schlafmittel ausgetauscht. George hatte den Betrug noch bemerkt. Valentina wollte ihn betäuben, um im Haus auf die Suche nach den Diamanten zu gehen. Doch George konnte sich nicht mehr wehren und keine Hilfe verständigen. Er schlief ein und erwachte im Sarg. Für Valentina begann der nächste Morgen schlecht. Nicht nur, dass sie am Abend das Haus abgegeben hatte, nun standen am frühen Morgen auch noch die Polizei und ein Toter vor der Pension, in der sie für die letzte Nacht im Ort eingemietet hatte. Auf der Polizeiwache musste Valentina einige sehr unangenehme Fragen beantworten, doch sie leugnete nicht und war sofort geständig. Valentina gab zu, George Schlaftabletten gegeben zu haben. Sie hatte aber nicht die Absicht gehabt, ihn zu töten. Er sollte nur viele Stunden tief und fest schlafen, damit sie ihren rechtmäßigen Anteil am Familienerbe holen konnte. George war zwar schockiert, aber im Endeffekt erleichtert, dass er noch am Leben war. Er verzieh Valentina in gewisser Weise, sagte ihr aber, dass sie sich nie wieder blicken lassen sollte. Die Polizei nahm Valentina wegen versuchter Körperverletzung in Gewahrsam. Aufgrund ihres Alters kam sie mit einer kleinen Haftstrafe von 1/2 Jahr und einer Bewährungsstrafe davon. George kehrte derweil in sein Haus zurück und lebte dort noch viele Jahre glücklich. Spannende Geschichte, nicht wahr?
Es ist erstaunlich, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie hinter Geld und Reichtum her sind oder sich ungerecht behandelt fühlen. Sag uns, wie du über diesen glücklichen Zufall und Valentinas hinterhältiges Vorgehen denkst. Kennst du Leute, die ähnlich sind? Lass es uns wissen und teile deine Meinung und deine eigenen Geschichten mit uns in den Kommentaren. Bis bald.